Das Interessante an Polen war für mich immer, dass es von Grenzen handelt. Also für mich stehen Grenzen sowieso nie fest. Wir haben an sich keine Grenze und die Grenze ist an sich nur eine Illusion. Eine Illusion, die wir aufbauen, um uns sicher fühlen zu können in einer für uns unerkennbaren, undurchforschbaren Welt. Das Geschenk Stalins an das polnische Volk, ein Geschenk sehr zynischer Art, weil nachdem er ihnen alles weggenommen hat, das Land, die Intelligenz umgebracht hat, schenkt er ihnen eine U-Bahn-Station. Hier ist interessant, dass das so genau geteilt ist, das Aufgang und der Abgang. Die Gegensätze scheinen sich völlig aufzulösen. Es ist egal, ob man hinunter oder hinauf geht. Wie in der Merkaba-Mystik, wo man hinaufsteigt zu den Himmelspalästen und gleichzeitig hinuntersteigt in sein Inneres. Man kann auch denken an den Faust von Goethe, wo der Faust zu den Müttern geht, wo das heißt steigen, steigen, sinke nieder. Unter dem Kriegsrecht in Polen war es sowieso utopisch, irgendwo weit hinzufahren. Eigentlich können sie nicht reisen. Woher kommen wir, was sind wir, wohin gehen wir? Dann ist natürlich ein Fahrplan ein wunderbares, ironisches Bild dafür. Weil ein Fahrplan gibt ein genaues Ziel vor, aber wenn wir dann ankommen an dem Ziel, es ist ja eine ganz andere Situation als die, die wir uns vorgestellt haben bei der Planung dieses Ziels. Die sehen ja den Ausweg. Die sehen den Ausweg auf einem Ziel, das sie anpeilen auf dem Plan und haben somit einen Ausweg. Allerdings nur in der Möglichkeit. Aber unsere Auswege, die wir glauben wirklich zu haben, sind ja auch nur scheinbare Auswege. Also wenn wir uns ein Ziel vornehmen, wie die Menschen hier auf dem Fahrplan, wenn wir uns ein Ziel auswählen und ein Konzept erarbeitet haben für etwas, was wir tun, kommen wir nie an dieses Ziel an, was wir ausgewählt haben, sondern wir kommen grundsätzlich woanders an. Weil der Wunsch ist mit der Erfüllung nie kongruent. Diese Fahrpläne, diese Abteilung, wo die Fahrpläne sind, sind auch wie Zellen angeordnet. Diese Bilder, die haben mich auch erinnert an die Bilder von Vermeer, wo eine Person ganz konzentriert zu sehen ist und das Licht von dem Fenster hereinfällt. Zum Beispiel die Klöpplerin oder die Frau mit der Perlenkette. Es ist interessant, wie diese Frau da steht, in der Haltung erstarrt, wie auf einem Bild.
wie eine Skulptur gegenüber diesem Fahrplan, den wir nicht sehen, gegenüber einem Licht, das von draußen hereinzukommen scheint. Es ist wie ein Bild von Vermeer. Hier zeigt sich unsere ganze Existenz. Wir richten uns immer nach etwas aus. Wir haben eine Idee, wir haben ein Ziel, wir haben einen Wunsch und setzen dann sehr viel Aktivität ein, sehr viel Willenskraft, um das zu erreichen. Wenn wir dann angekommen sind, sehen wir, dass es nicht das war, was wir wollten. Als Kind ging ich mit meiner Großmutter in Donaueschingen war das zum Bahnhof und die Großmutter erwartete ihren Sohn aus der Gefangenschaft in Russland. Es war 1949 und ich war da 4 Jahre alt und das ist mir immer noch im Gedächtnis. Da waren die Schienen und die Schienen verloren sich in einem Tunnel. Nach diesem Tunnel habe ich mir Russland vorgestellt. Russland und Moskau, wo der Onkel dann aus der Gefangenschaft zurückkommen sollte. Wir waren in der Abfolge von mehreren Tagen an dem Bahnhof, weil der Gefangenentransport der war zwar angekündigt, aber kam nicht zur feststehenden Zeit an. Also wir mussten da warten und so hat sich da eine Wiederholung der Erwartung gebildet. Und die Schienen gingen direkt nach Moskau und jetzt sehe ich die Schienen in Warschau, das heißt als Außenposten von Europa in Warschau. Es gibt Bialystok, Budapest, also Ungarn. Also alle diese Namen haben eine Aura um sich. Leipzig, Leningrad. Lodz, wo es den großen jüdischen Friedhof gibt. Natürlich dann Moskau, wo die Deutschen zum Glück nicht ganz hingekommen sind. Ostende, ja, da haben wir die Ostsee. Dann denkt man gleich an das Baltikum. Riga, natürlich, Caspar David Friedrich. Wien, nochmal wieder das KOK-Reich. Es gibt eine besondere Grenze zwischen Kunst und Leben.
eine Grenze, die sich oft trügerisch verschiebt. Allerdings gibt es ohne diese Grenze überhaupt keine Kunst. Dabei nimmt die Kunst das Material des Lebens auf und die Spuren des Lebens erscheinen das fertige Kunstwerk. Gleichzeitig ist der Abstand zum Leben das Wesentliche. Es ist der eigentliche Inhalt der Kunst. Das Leben hinterlässt seine Spuren ebenso, wie die Schlachten zwischen Kunst und Leben Narben hinterlassen. Je tiefer diese Narben sind, desto interessanter für das Werk. Jede neue Erkenntnis öffnet ein Tor zu einem Raum von weiteren unerkannten Dingen. Aber in der Kunst ist es natürlich anders. In der Kunst gibt es diese Vergeblichkeit nicht, weil die Kunst setzt wo ganz anders an. Die Kunst geht sozusagen die Evolution aufwärts und abwärts. Also der Künstler greift immer wieder zurück auf andere Bewusstseinsstadien. Also er denkt nicht linear, sondern denkt mehr in Kreisform. Das hier ist die Absturzstelle eines Flugzeuges, das da in den Wald hinein gerast ist und eine Lichtung geschlagen hat. Es ist ein Grab, es könnte auch das Grab von Katyn sein, wo Stalin die Intelligenz des polnischen Volkes ausgerottet hat. Ich habe auf diesem Paradeplatz Kapseln von Mohnblumen hineingesteckt. Sie sind das Vergessen der Geschichte. Und wie auf dem Feld, wo das Flugzeug die Bäume abgemäht hat, wie da wieder die Bäume wachsen, wie sich das in 20, 30, 40 Jahren wieder dem Wald völlig angeglichen hat, die Stelle. Die Mohnblumen hier auf diesem Platz, auf diesem Heldenplatz, wo die Bachablösung stattfindet, bilden hier das Substrat für das Vergessen, für den Wandel der Geschichte. Hier sieht man gerade den Lastwagen, der den Schnee abfährt. Es war eine Arbeit, die ins Unendliche ging. Also wie wenn man einen Berg abträgt, nicht aufgibt und denkt, dass man irgendwann mal den Riesenberg abgetragen hat, dass man also einen Berg zum Tal gemacht hat oder ein Tal wieder eingeebnet hat, wie es in der Bibel heißt. Es war wieder Zusammenfall zweier Zeiten, also einmal der Zeit, der Lebenszeit, also der Zeit, die es braucht, um dieses Schnee von dem Denkmal, von der Plattform davor zu befreien. Und dann wie eine geologische Zeit, durch die Zeitdehnung da, kann man dann auf eine geologische Zeit, auf die Abtragung eines Berges, eine geologische Zeit, die mit einer ganz anderen Zeitdimension rechnet als die Menschenzeit. Es ist das Buch, in dem alles aufgeschrieben ist, dessen Seiten man aber kaum umblättern kann, weil die Seiten zu schwer sind. Gleichzeitig aber bedeutet das Aufgehobensein der Geschichte zwischen diesen Bleiseiten die Sicherheit, dass es durch irgendwelche kosmischen Strahlungen nicht mehr vernichtet werden kann. Das Blei schützt die Materie, schützt das, was aufgeschrieben wurde, vor Strahlen, schützt diese ganze Geschichte vor einer kommenden Katastrophe.
es zieht immer weiter wie eine Galaxie, es ist eine endlose Menge von Körpern. Man kann auch daran denken, wie die Sterne sich im Kosmos bewegen, wie sie sich das Material im unendlichen Raum, wie sie das wieder zusammenballt, wie es neue Konstellationen, neue Sterne bilden. Ja, der Robert Flatt, der diesen wunderbaren Satz gesagt hat, jede Pflanze auf Erden hat ihren Stern, mit dem sie korrespondiert am Firmament. Es ist wiederum eine Verbindung des Makrokosmos mit dem Mikrokosmos. Ich sehe in diesen Eisschollen Zellen wandern. Ich sehe die Kleinststrukturen im Blut, also die verschiedenen Bestandteile des Blutes, die roten Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen, die Makrophagen, die die Bakterien auffressen und so weiter. Die sehe ich da in einer Vergrößerung, in einer Großaufnahme. Die Philosophen, die Alchemisten, die haben immer zu etwas vorweggenommen, worum es heute noch geht. Das sind also Fragen, die nicht aufhören. Die Probleme vor Kopernikus, vor Newton, also diese Erkenntnisprobleme, wo inzwischen die Wissenschaft so weit ist, dass sie Teillösungen hat. Aber diese Teillösungen, die führen zu neuen Problemen wieder. Und man kann natürlich sagen, dass sich für uns Menschen hat sich an sich nicht so viel verändert, seitdem wir wissen, dass die Erde rund ist. Wir könnten genauso leben heute, wenn die Erde eine Scheibe wäre. Die Wissenschaft ändert in unserem existenziellen Bewusstsein nicht sehr viel. Im Grunde gibt es keine Grenzen, aber im Leben brauchen wir diese Grenzen. Ohne diese Grenzen können wir nicht leben. Wir schaffen uns diese Illusion, um zu überleben. Also unsere Haut ist zum Beispiel auch eine Grenze zwischen außen und innen. Die ist durchlässig für manche Dinge, aber für manches überhaupt nicht. Da gibt es die Grenze und dann erfinden wir natürlich immer wieder Grenzen. Zum Beispiel verbinden wir die Sterne mit bestimmten Konstellationsformen miteinander und grenzen sie so ab gegen andere Sterne. Aber das ist auch wieder nur eine Illusion. Das ist an sich etwas völlig Künstliches. Also wir produzieren andauernd Grenzen, um überhaupt überleben zu können. Eisschollen, die quasi wie tote Fische auf dem Land liegen. Und die Palette, ja, die Palette ist eigentlich ein Zeichen. Die Palette ist der Versuch, etwas kurzfristig in eine Form zu bringen. Die Palette als Menetekel oder als Zeichen des unbekannten Malers, das Zeichen der Spiritualität, der künstlerischen Idee, der Formung der Materie oder der Erforschung des Geistes oder der Erhebung des Geistes aus der Materie heraus. Also wir sehen hier die Eisschollen, wie die in unserem Innern wandeln, wie sie sich zusammenfügen, wie sie sich auseinanderstreben, wie es ein Wachstum gibt an Zellen, zum Teil ein unkontrolliertes Wachstum. Also die Sicht auf die Weichsel von der Brücke aus, in der Kälte, war für mich eine Sicht in mein Innerstes, in mein Blut, in meine Zellen. Das Interessante an Polen war für mich immer, dass die Grenzen von Polen sich andauernd verschoben haben. Es gab sogar mal eine Zeit, kurz nach der Französischen Revolution, ich glaube 1795, als es Polen als Nationalstaat überhaupt nicht mehr gab. Und in dieser Zeit ist merkwürdigerweise die Nationalhymne entstanden. Also die Nationalhymne von Polen ist entstanden in einer Zeit, als diese Nation überhaupt gar nicht gab. Und das war das Interessante für mich, diesen Film zu machen, weil ein Film
über ein Land, dessen Grenzen sich andauernd verschieben und das manchmal gar nicht existiert, das war für mich etwas ganz Besonderes. Noch ist Polen nicht verloren, solange wir leben. Das, was fremde Übermacht uns raubte, werden wir mit dem Schwert wiedergewinnen. Marsch, Marsch, Dobrowski. Vom Italienischen ins polnische Land, unter deiner Führung vereinigen wir uns mit der Nation. Das Gerüst scheint, das Gebäude eingefangen zu haben, wie die Palette vom Baum eingefangen wurde. Also das Gerüst ist wie ein Netz, in dem das Gebäude eingefangen wurde. Man sieht hier die Blutkörperchen, die Zellen, wie sie sich an der Wand, man kann da an dem Pfeiler der Brücke kann man eine Verkalkung feststellen. Der Infarkt ist nicht weit. Das ist nun das, was ich in den Eisschollen gesehen habe. Also die mikroskopischen Aufnahmen des Blutes, das, was sich alles ereignen kann, was alles geschehen kann im Blut, die Zellteilung, die perverse Zellteilung, die nicht mehr reguliert ist, die zum Krebs führt. Und das alles sieht man ja im Blut. Jeder Fortschritt in Erkenntnis schafft ja immer neue Fragen. Folglich kann man nicht an den Fortschritt glauben. Wobei ich nicht gegen den Fortschritt bin. Ich freue mich auch, wenn ich jetzt über was Neues lese, über ein schwarzes Loch oder über eine Supernova. Das ist interessant, das ist unterhaltend. Aber es ist kein Fortschritt im Sinne der Hoffnung auf eine endgültige Entschlüsselung der Welt. Ich glaube nicht an den Fortschritt. Ich glaube überhaupt nicht an den Fortschritt. Fortschritt ist für mich etwas Tautologisches eigentlich. Weil ich sehe keine Linie, die eschatologische Linie, die vom Steinzeitmenschen zum dann Homo sapiens dann ins Himmelreich führt. Also daran kann ich nicht glauben.
Wenn man die Frage, die allem zugrunde liegt, nicht beantworten kann, dann kann man gar nichts beantworten. Und die Frage, die eigentliche Frage, die allem zugrunde liegt, können wir nie beantworten. Ich gehe immer, wenn ich in die Zukunft gehe, gleichzeitig in die Vergangenheit. Ich kann mir keine Bewegung vorstellen, die nur in eine Richtung geht. Es geht immer in zwei Richtungen, was natürlich bedeutet, dass sich das wie beim Kosmos immer weiter auseinanderzieht. Also es gibt eine ständige Ausdehnung, bis es so weit ausgedehnt ist, dass es eigentlich nicht mehr gibt, weil man zu weit ausgedehnt ist.